wenn man so eine Einheit da malt, wie zum Beispiel jetzt dieses Feld oder diese Wiese, wie du es nennen willst, dann ist es oft so, wenn das trocknet, dann verschwinden die Kontraste. Also in einem Malgang geht es nicht. Das muss man dann eben oftmals schichtenweise aufbauen. Und jetzt bin ich eben dabei, so hopefully die letzten Dinge dabei zu tun. Das sind nur so ein paar Akzente. Das sieht man dann, wenn das trocken ist, sieht man das gar nicht mehr, dass man dann noch was drüber gemacht hat. Gibt aber dann eben mehr Farbenreichtum und mehr ein größeres Farbenspektrum sozusagen. Ist eben dann jetzt gerade bei dem Bild, könnte man sagen, hier ist halt so ein Kampf zwischen Licht und Schatten. Das mag ich sehr gerne. Ich nenne dann die Bilder oft Zwielicht. Zwielicht, da ist eben auch sowas drin, dass es eben Gegensätze sind, die sich gegenseitig bedingen und widersprechen und aber eine Einheit letztlich bilden. Also dieses Unentschiedene dabei, das ist das Faszinierende, dieses Unentschiedene, dass es immer wieder dieses Hin und Her ist, es kann nicht anders sein. So wie bei uns im Leben ja auch, wir können einen Trauerfall haben, wir können irgendwie himmelhoch jauchzend irgendwie tolle Erfolgserlebnisse haben, wir können glücklich sein, wir sind verliebt und wir sind was weiß ich, wir haben Liebeskummer, all diese Dinge passieren ständig und lassen sich auch nicht abstellen. Naja, und dann ist eben, wenn ich das Bild angucke, dieses Fröhliche und Traurige zugleich, in seiner Unentschiedenheit auch der Gestalt da, dass man eben jetzt in der Situation nicht weiß, ob vielleicht ein Unwetter oder ein Gewitter kommt oder ob sich's gerade verzieht. Ist es das erste Licht, das wieder kommt, nachdem es geregnet hat oder nachdem es gestürmt hat? Oder steht uns das Ganze erst noch bevor? Das ist dasselbe Spielchen, sogar noch etwas extremer. Also da gibt es noch mehr zu tun. Das werde ich komplett ummodeln, komplett. Das ist halt manchmal so, dass man das total umschmeißen muss. Das ist eben hin und her. Der Wind weht, verzieht die Wolken und Sonnenlicht kommt wieder zum Vorschein. So ist es in der Malerei eben auch. Dann gibt man was hin, nimmt es wieder weg. Gibt Licht, macht wieder Schatten, wie in so einem Apriltag eben, wo alles Mögliche da sein kann, was zappenduster wird und was wieder hell wird. Ja, und dann wurschtelt man so rum und dann kann es sein, dass man nach Stunden alles einfach wieder wegwischt. Das, wenn dann meine Tochter sieht.
Dann sagt sie, Papa, bist du wahnsinnig? Dann sage ich, nein, ich glaube nicht. Ist das altmodisch eigentlich, was du machst? Für viele Leute schon. Malerei generell? Auch, ja. Innerhalb der Kunst sicher eine sehr antiquierte, altmodische Gattung, kann man schon so sagen, ja. Aber was geht mich denn das an? Das ist doch nicht mein Problem. Tja, irgendwann kommt dann auch mal ein Punkt, wo man eigentlich unterbrechen müsste. Wenn man weggeht und wiederkommt, dann sieht man eben gewisse Dinge, die man eben erreicht hat. Und im Schaffensdrang oder in dem Überschwang, dass man halt da weitermacht und weitermachen will, kann man sowas halt übersehen. Darum muss man da immer zwischendurch auch mal wegtreten. Jetzt ist so ein Punkt gekommen, jetzt muss ich dann mal wegtreten. In meiner Galerie ist jetzt eben so gerade so eine bunte Mischung aus verschiedenen Schaffensphasen sozusagen. Was auffällt, ist vielleicht natürlich, dass es bei mir immer den Himmel gibt. Der steht eigentlich im Mittelpunkt des Geschehens. Und das Faszinierende für mich ist halt dabei, dass man eben so in der allereinfachsten Landschaft, die man sich denken kann, unendliche Variationen gibt. Und jetzt ist hier zum Beispiel bei dem so eine schöne sonnige Stimmung. Da könnte man jetzt meinen, das ist eindeutig, aber ich sehe auch hier ein bisschen was Zwiespältiges. Es ist eben ein reifendes Weizenfeld, wenn man so will, und die Sonne scheint, es ist warm, es ist wunderbar, blauer Himmel. Aber es hat auch so ein bisschen etwas Wüstenhaftes. Also diese Dinge spielen bei diesen einfachen Landschaften auch eine ganz große Rolle. Sie sind eben Idyll und Bedrohung zugleich.